Willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry 5. In der letzten Folge, was tut er da? Okay, er sitzt nur und trinkt Kaffee. Haben wir den einen Typen da wiedergeholt? Ich kann mir seinen Namen nicht merken. Und übrigens, was ich noch sagen wollte, diese Angel-Typen erinnern mich mega, das ist kein Angel, aber trotzdem, ihr wisst, wen ich meine. Die erinnern mich einfach mega an die Typen aus Mount Massive aus. Nein, das war nicht Mount Massive, obwohl da drin auch ein bisschen. Aber noch mehr an die aus The Evil Within, genau. An die erinnern die mich schon ziemlich hart. Ich hätte gern erstmal wieder mein Auto wieder. Das Coole. Denn die hatten ja auch immer auch das, was Leslie damals anhatte. Wenn ihr The Evil Within nicht kennt, schaut euch unbedingt mein Let's Play dazu an. Es ist einfach so ein gutes Spiel. Ja, ich würde sagen, wir machen das hier mal. Ich habe halt nur Molotow-Cocktails zum Verbrennen. Und ich sollte mir eventuell... Ja gut, es ist nicht so weit weg. Ich sollte mir eventuell eine Navigation dahin anmachen. Das wäre von Vorteil. Komm, da mischen wir uns jetzt nicht ein. Fast hätte ich den jetzt noch umgefahren. Da hat der noch mal Glück gehabt. Gut. Och, jetzt fuckt mich nicht ab. Kann der mal hier hin? Ah, hier ist der Bahnhof, okay. Ach komm. Als ob. Den habe ich doch locker 50.000 Mal mehr getroffen als er mich. Och, das ist doch alles nicht in Ordnung. Jetzt werde ich hier auch schon müde. Na gut. Ich habe wenigstens mein Auto wieder. Auf ein neues. Schon wieder ungefähr 3 Minuten der Folge verschwendet. Ich sollte am besten einfach nur noch fliegen. So tut mir irgendwie keiner was. So habe ich meine Ruhe, naja, größtenteils. Und keiner nervt. Ja, das wäre von Vorteil. Jetzt gerade erinnert mich das hier, wenn wir hier so lang fahren, so ein bisschen auch an Fallout. Nur dass da alles nicht so grün war, sondern eher so ein bisschen trauriger. Das war nur ein Wurfmesser. Leider, leider. So. Ups. Ach komm, als ob die jetzt abfacken. Viel Spaß. Das war schon mal ziemlich nah bei denen. Oh, wieso nerven die mich so? Kommen die noch? Das ist ein Außenposten. Nee, du. Grad nicht. Wir müssen also die Außenposten anscheinend sogar noch entdecken. Deshalb waren vielleicht einige noch nicht angezeigt. In dem alten Dings. Ihr wisst, was ich meine. In der alten Region. Ach, diese Viecher, die sind einfach so nervig.
Ich verstehe den Sinn hinterm Dosenwerfen noch nicht. Hier wollte ich nicht hin. Na gut, wir fahren mal wieder. Die können ihre Konflikte jetzt, ja, jetzt alleine lösen, ohne mich. So. Wo fahren wir hier hin? Als ob die hier so in so den übelsten Typ. Als ob die hier so in den übelsten Bergen einfach so alles anbauen. Hier ist jetzt so ein bisschen GTA-Stimmung, finde ich, bei GTA San Andreas, bei diesem Berg außenrum. Damals noch im alten Teil. Die haben einen Alarm. Das ist ein Außenposten, die haben mehrere Alarme. Alarme. Hey, Deputy, Virgil hier. Sobald du die Gewächshäuser erreichst, musst du da aufräumen. Zünd einfach alle Blitzpflanzen an. Der Rauch lockt Fini dann aus dem Wald. Viel Glück. Eigentlich sieht es hier ziemlich cool aus. Würde ich behaupten. Okay, einmal kurz. Tschüss. Das wollte ich auch nochmal nachgucken. Können wir das hier auch so einstellen? Tschüss. Ich möchte gern erst den zweiten Alarm auch noch ausstellen. Von hier oben geht's sogar. Nice. Boah, das sieht halt echt relativ cool hier aus, ne? Boah, ist das komisch hier. Du hast nichts gesehen, mein Freund. Nichts gesehen. Wieso ist denn mein Plündern voll? Bitte steh nicht wieder auf. Ich dachte, man könnte das lesen. Nee, den kriegen wir nicht so leicht. Kann ich das anhören? Die letzten Lieferungen müssen rein sein. Unser Bestes. Wir sind das, was uns bleibt, während wir den Kollaps aussitzen. Ich komme vorbei, um mir die letzte Lieferung anzuschauen, und es sollte lieber alles mehr als nur in Ordnung sein. Faith kann dich immer noch zum Angel berufen. Hier sind wir halt sowas von auf dem Präsentierteller, ne?
Bitte steh nicht wieder auf. Du siehst mich nicht. Ups. So, das war eigentlich einfacher als gedacht. Die haben uns halt echt nicht einmal gesehen, ne? Soll ich das Zeug nicht abfackeln? Steht dieser Job noch? Brenne die Blissfelder ab. Tatsache. Hier erzählt man, Rachel Jessop hätte die Gewächshäuser schon vor einer Weile der Sekte überlassen. Sie hat Eden's Gate wohl nicht als das erkannt, was es ist. Oder vielleicht war es ihr auch einfach egal. Die Leute meinen, dort hätte die Sekte auch ausgetüftelt, wie man diese ganzen Blumen Bliss verwandelt. Die Angels, die Judges, der Nebel. Das ganze Elend nahm dort seinen Anfang. Gott sei Dank hast du den Laden dicht gemacht, Rookie. Hier brennt halt einfach gar nichts. Gerade wenn du denkst, du weißt, wie die Sekte tickt, findest du Thor noch. Okay, ich glaube, das müssen wir halt echt ein bisschen anders regeln. Komm ich hier durch rein? Nein, natürlich nicht. Wieso nicht? Ich verstehe das nicht ganz. Hallo? Achso, das ist noch ein anderer Teil des Hauses. Ich wollte schon sagen, was ist das? Ja. Dann halt so. Ich hoffe nur, ich krieg mein Gewehr später wieder. Wie ist mein Auto hierher gekommen? Das verstehe ich nicht. Läppchen Team, hört sich nach Ärger bei dir an. Sei vorsichtig und vergiss nicht, du musst diese Blissfelder abbrennen. So rufst du Fini auf den Plan. Ich hab den doch jetzt locker 5-mal verhauen. Was willst du denn jetzt von mir? Hä, ist das wirklich dein Ernst? Nein, den belebe ich nicht wieder. Der ist rot. Der wird rot angezeigt. Was ist denn falsch bei ihm? Das ist doch einfach nicht in Ordnung. Wie soll ich das denn jetzt in aller Ruhe abfackeln? Muss ich zum Waffenmann gehen und mir 500 Millionen mal neue Sachen kaufen? Okay, Munition. Ich brauche eigentlich nur Brennstofftanks. Es brennt halt aber auch einfach nicht. Können wir das irgendwie ausstellen, dass das die ganze Zeit brennt?
Ich laufe jetzt einmal so durch. Da kann man das irgendwie ausstellen. Ja. Dafür ist es schon zu spät. Kann ich eventuell einmal kurz ins Haus? Eliminieren. Wie soll ich den denn jetzt eliminieren? Verstanden. Okay, ich brauche jetzt irgendwie deren Auto. Ach, halt doch einfach die Fresse, ohne Spaß. Okay, ich schau einmal kurz hier hin. Bewegt der sich? Keine Ahnung. Typ, geh mir jetzt nicht auf die Nerven. Oh. Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Das Radio können wir auch mal ausmachen. Das nervt mich sowieso gerade. So. Hallo? Der müsste jetzt langsam auch mal abstürzen. Ach, das ist doch nicht in Ordnung. Ich habe den doch locker 50 Mal getroffen. Mann! Es ist jedes Mal aufs Neue so unfassbar nervig und unlogisch einfach. Ich meine, du musst ja einen Helikopter nur ein paar Mal treffen und schon geht's dem schlecht, weil da ist ja noch die Technik drin und so, ne? Und wenn da irgendwas ausfällt, dann ist natürlich sofort ist schon schwierig. Gut. Ich würde sagen, ob wir den Typen finden oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Step into the garden. We're gonna lock the gate. We gotta keep out the sinners. We gotta keep out the hate. Look at the horizon. The time is coming near.
Look out at the world on fire. Look at the people frozen in.